Der Stabilitätsanker fand im Sommer 2011 als Neusprechwort in die politische Sprache. Er hat vorher ein unscheinbares Dasein weitestgehend in technischen Handbüchern geführt. Was sollte man sich unter diesem Wort vorstellen? Irgendwie klang es groß, ein bisschen verwirrend, vielleicht beeindruckbare Menschen klang es vielleicht sogar irgendwie ehrfurchtgebietend. Das Wort brachten zwei Leute in Verkehr, die beide als nüchterne und dröge Redner berüchtigt sind, nämlich Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière, die Nüchternheit inkorporiert, und Bundesbankpräsident Jens Weidmann, ein Finanznerd, wie er im Buche steht. Und die beiden Zitate, die Sie da im Juni, Juli in Verkehr gebracht haben, seht ihr da auf dem Bild. De Maizière verteidigte eine Entscheidung des Bundessicherheitsrates, dass Leopard 2 Kampfpanzer nach Saudi-Arabien geliefert würden. Wenige Wochen nachdem die saudischen Truppen in Bahrain den Aufstand der schiitischen Mehrheit niedergeschlagen haben, mit dem Argument, Saudi-Arabien sei in der Region ein Stabilitätsanker. De Maizière ist der eine, Jens Weidmann der andere, der begründet hat, dass die Zentralbanken in den turbulenten Finanzmärkten auch so etwas wie Stabilitätsanker seien. Weil die beiden so dröge sind und dieses Wort irgendwie so imposant klingt, dachte ich mir, dass es nicht lange dauern würde, dass dieses Wort sozusagen wie Falschgeld seine Runde machen würde. Und ich habe einen Google Alert gesetzt und habe dann einfach mal 18 Monate gewartet, zwischendurch immer mal nachgeguckt. In den 18 Monaten habe ich insgesamt über 200 Google Alert Meldungen bekommen, die meine These bestätigten, nämlich, dass dieses Wort inflationäre Verbreitung gefunden hat. In meinem Blog habe ich das dokumentiert, wie inflationär das ist. Das muss ich jetzt hier gerade mal aufklicken, mal gucken, ob wir hier einen Online-Access gleich auch kriegen, zulassen. Hier selbst werde ich nur eine kleine Auswahl von den 200 zitieren. Stabilitätsanker sind nach Aussagen dieser 200 Alerts unter anderem die FDP in der Bundesregierung, die CSU, der Jen, Landrat Schröter und sein Vize Hamelow in Ostprignitz-Ruppin, Rainer Brüderle, McDonald's, die VR China, das VW-Gesetz, Tansania, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sagte damals der damalige Bundespräsident auf dem Weg zum Emir, also Christian Wulff. Saudi-Arabien, die Tarifpolitik der IG Metall, Edmund Stoiber, ein Stabilitätsanker, Panama, das sagte Guido Westerwelle. Das internationale Reifengeschäft, Stabilitätsanker, sehr volatil. Die Sparkasse Hanau, Nigeria, Kenia, die UN-Truppe KFOR im Kosovo und immer wieder Deutschland, Deutschland, Deutschland. Was lernen wir über das Wort, das gleichzeitig die FDP und Deutschland als Stabilitätsanker bezeichnet? Was sagt uns das über die Idee der gleichbleibenden Bedeutung dieses Wortes? Gibt es eine Äquivalenz seiner Verwendung, wenn eine Partei, die unter der 5%-Marke gelandet ist und der Exportweltmeister gleichermaßen als Stabilitätsanker bezeichnet werden? Die Wahrheit und die Wortwahl verwirrt mit Bedacht. Warum? Das werde ich erklären. Am Anfang steht die Frage, was denn ein Stabilitätsanker tatsächlich ist. Hat der Begriff etwas mit der Seefahrt zu tun? Müssen wir mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Nein, da müssen wir jetzt hier in die Folie wieder zurück. Kleine Sekunde. Genau. Also das könnte man zum Beispiel als einen Anker aus der maritimen Piratengeschichte, nämlich das ist der Anker der Queen Anne's Revenge von Kapitän Blackbeard, der irgendwo in einer Flussmündung in North Carolina unter dem, auf dem Erdboden gefunden worden ist, nach über 150 Jahren. Oder man könnte auch
darüber nachdenken, dass der Stabilitätsanker also einem Containerschiff, mit anderen Worten genau derjenigen Logistikverkehrsform entspricht, die dem Exportweltmeister gut zu Gesicht stünde. Nur, was passiert mit der Stabilität, wenn wir sie uns als ein Schiff vorstellen müssen? Sie sticht in See, sie kann von einer Monsterwelle verschluckt werden, mit einem Eisberg zusammenstoßen, von Piraten geentert werden, mit anderen Worten auch eine Ölpest auslösen, von einem russischen U-Boot gerammt werden. Mit anderen Worten, so richtig sicher ist dieser Stabilitätsanker, wenn er erst einmal die Kontinentalmasse verlassen hat, nicht. Die deutsche Stabilität allerdings sticht nicht in See, sie bleibt landgebunden. Sie soll allerdings an die Kette gelegt werden, das ist schon klar, mit einem 12 Tonnen schweren Anker vom Abdriften gehalten und im tiefsten Grund verankert werden. Warum? Das ist die entscheidende Frage. Denn wer die Stabilität verankern will, der hat Grund zu der Annahme, dass dich die Stabilität in Bewegung setzen könnte. Wenn aber die sprichwörtliche deutsche Stabilität in Bewegung geriete, dann kämen so gewaltige Kräfte ins Spiel, dass die stärkste Ankerkette dieser Welt das nicht halten könnte. Die Ankerkette würde also reißen. In dem Wort erklingen zwei entgegengesetzte psychologische Beweggründe der Redner. Es ist auf der einen Seite eine Beschwörung und auf der anderen Seite so etwas wie eine putschistische Selbstermächtigung. Es macht etwas groß, was an dieser Stelle gar keinen Platz besitzt. Der Begriff soll uns in Sicherheit wiegen und den Eindruck von Macht erwecken. Das Wort ist ein klassisches Beispiel für einen Bildbruch in der klassischen antiken Rhetorik, nennt man es auch in der Katakrise. Das heißt, das missbräuchliche Zusammenfügen von zwei Wörtern, so eine uralte Katakrise kennt man zum Beispiel als Buchrücken, ohne dass ein Buchrücken zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall erleiden könnte. Das erste Mal stach mir der Irrsinn des Stabilitätsankers ins Auge, als ich eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin mit dem französischen Staatspräsidenten beobachtete und die Simultandolmetscher den Stabilitätsanker in Pilier de Stabilité übersetzen. Mit anderen Worten, die haben den Irrsinn eines deutschen Irrationalismus, rational wie die Franzosen aufgeräumt sind, erkannt und haben den Anker in Säulen, in ein Tragwerk, mit anderen Worten eine statisch gesicherte Form übersetzt. Die trauten der maritimen Bildhaftigkeit nicht. Sie verwandelten den Stabilitätsanker in Säulen und stellten es auf einen Tragpfeiler. Auf die gestellt treibt nichts weg. Die Franzosen haben den Unsinn intuitiv verstanden, im Unterschied zu vielen deutschen Journalisten, die den Stabilitätsanker ungeprüft in die albernsten Leitartikel übernommen haben. Stabilität ist etwas Festes im Unterschied oder Gegensatz zu Labilität. In Deutschland ist Stabilität so wichtig, dass es sogar ein eigenes Gesetz seit dem Juni 1967 gibt, an dessen ersten Satz ich mit dieser Folie erinnere. Bund und Länder, Zitat, haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes zu beachten. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben Stabilität besser verstanden als diejenigen, die sie heute mit einem Anker an die Kette legen wollen. Stabilität braucht Gleichgewicht. Und ohne Gleichgewicht verwandelt sich die sogenannte Stabilität in eine brachiale Unwucht. Wird Stabilität absolut gesetzt und abgekoppelt von dem politischen Ziel des Gleichgewichtes, dann hilft sie nicht mehr, Probleme zu lösen, dann verwandelt sich die Stabilität selbst in ein Problem, weil sie keine Lasten ausgleicht. Und damit sind wir im politischen Herzen der Operation, die mit diesem Begriff in der Politik als Manipulation vorgenommen wird. Bevor ich das aber auflöse, muss ich jetzt daran erinnern, wo der Stabilitätsanker tatsächlich herkommt. Das ist ein Begriff aus der Technik, der Bautechnik, auch der Pioniertechnik. Er findet seinen rechtlichen Ausdruck in den Landesbauordnungen, in welchen vorgeschrieben wird, was passiert mit sogenannten fliegenden Bauten. Fliegende Bauten sind Karussells, sind Riesenräder und sind Achterbahnen.
Achterbahnen und solche fliegenden Bauten werden durch einen Stabilitätsanker unterirdisch verankert. In der, einer Grube, die nennen die Fachleute auch die Todmann-Grube. Und der Stabilitätsanker selbst wird von den Fachleuten als der Todmann-Anker bezeichnet. Nun würde keiner der politischen Redner auf die Idee kommen, Deutschland als einen Todmann-Anker Europas zu bezeichnen. Faktisch sagen sie aber genau das. Das Bild scheint insofern mehr oder weniger unbewusst aus der Perspektive der fachkundigen Redner die Sachverhalte zu beschreiben, auf die er angewendet wird. Der Fachbegriff beschreibt zutreffend die politischen Unwuchten im Nahen und Mittleren Osten, also Saudi-Arabien als Stabilitätsanker. Das ist ein fliegender Bau, der so fliegt, dass er uns um die Ohren fliegen könnte. Die Achterbahnhaftigkeit der Finanzmärkte, Fachleute reden auch gerne von Volatilität, die wird durch einen Todmann-Anker auch nicht annähernd sicher und ruhig gestellt, ganz im Gegenteil. Es ist eine Beschwörungsfigur, mit welcher der Stabilitätsanker den Eindruck von Sicherheit erwecken soll. Tatsächlich kann dieses Wort schon gar nicht das ihm eingepreiste Ziel erfüllen, denn nach Maßgabe der Technik zappelt auf der Gegenseite des in der Todmann-Grube verankerten Stabilitätsankers, zum Beispiel Griechenland, Portugal, Irland und Spanien. Wer also vom Stabilitätsanker redet, darf nicht von den Zappelnden auf der anderen Seite und von der Todmann-Grube schweigen. Kein politischer Redner würde allerdings es wagen, Deutschland als Todmann-Anker Europas zu bezeichnen. Stabilitätsanker klingt eben schöner. Das Wort erfüllt eine politische Funktion in der europäischen Währungskrise. Alle anderen sollen sich ändern, nur Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Das Wort bemäntelt den politischen Machtanspruch Deutschlands in der Europolitik gegenüber den anderen sogenannten Partnern, die sich nach dem deutschen kamouflierten Machtanspruch doch bitte schön richten sollen. Der Stabilitätsanker war in der politischen Sprache noch ein Frischling, gerade mal 2 Monate in Verkehr gebracht, als ihm eine dicke Schwester an die Seite gewuchtet wurde, und zwar die Wachstumslokomotive. Nebenbei, beide Wörter sind, wenn man Google Trends überprüft, noch nicht so lange in Verkehr der aktuellen politischen Auseinandersetzung, dass es da hinreichende Trefferzahlen gäbe. Wenn man Engram bei Google eingibt, dann sieht man, dass dieser Begriff seit ungefähr 80 Jahren, in den 30er Jahren, meistens in fachtechnischen Publikationen in Verkehr gebracht worden ist. Irgendwie erkannten die politischen Redner, dass die politische Unwucht des Stabilitätsankers in den eigenen Reden etwas an die Seite gestellt benötigte. Sie sahen da die Kritik aus den in der Luft zappelnden Euro-Ländern im Süden, sahen sich in der Pflicht nachzuladen. Es musste Wachstum her. Sagen wir aber vorsichtiger, es musste beschworenes Wachstum her. Und das war die Geburt der Wachstumslokomotive als einen Begriff in der politischen Rhetorik. Jetzt gucken wir uns mal an, wie so eine das war der Stabilitätsanker. Das ist zum Beispiel eine Wachstumslokomotive aus religiösen Kontexten, ein Pilgerzug aus Afghanistan. Hier sehen wir eine Wachstumslokomotive einer abgewickelten sozialistischen Sowjetmacht, aber immerhin mit den Emblems und einer so leicht heroischen Camouflagefarbe. Immerhin eine Wachstumslokomotive. Wir müssen jetzt einmal feststellen, dass seitdem die Wachstumslokomotive dem Stabilitätsanker an die Seite gestellt worden ist, keine Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag ohne dieses schräge Katakresen- oder Bildbruchpaar ausgekommen wäre. Überall hört man sie in den Reden von Herrn Schäuble, von Frau Merkel, von Herrn Brüderle und dem Bundeswirtschaftsminister, dessen Sprachtechnik es fertigbringt, den Stabilitätsanker und die Wachstumslokomotive in einer Silbe auszusprechen. Das Ausland, ein Zitat von Wolfgang Schäuble, bewundert uns dafür und wir sind die Wachstumslokomotive in Europa. Beide Wörter koppeln Unsinn.
buchstäblich. Das eine hängt die Stabilität an eine Ankerkette und verkehrt die politische Idee der Stabilität in eine kontinentale europäische Unwucht. Das andere koppelt eine riesige Lokomotive an einen Zug, von dem die meisten Waggons längst aus dem Gleis gesprungen sind oder über dem Abgrund baumeln. Die Wachstumslokomotive ist ein Bild des rasenden Stillstands. Und gucken wir uns jetzt mal an, wie so etwas aussehen kann. Das wollen wir gerne zulassen. Der Sound, ich weiß nicht, ob der zu hören ist. Ich glaube, dass der dann auch gleich in diesem Saal selber erklingt. Das Bild müsste gleich angehen. Wir sehen, dass es eine amerikanische Wachstumslokomotive, nachdem wir vorher die Russen gesehen haben. Menschenskind, kommt sie da? Genau, jetzt nur eine Frage von Sekunden und da geht es doch auch schon los. Das ist eine Wachstumslokomotive als rasender Stillstand. Guckt euch an, es geht gleich an den Punkt, auf den es mir ankommt. Eine ungeheure Verdrängungskraft sieht man da am Werke und da steht sie. Eine Wachstumslokomotive ist eine Stillstandsmetapher. Anders kann man das nicht sagen. Und dieser kleine Schneepflug aus den Weiten des mittleren Westens in Amerika zeigt es. Eine Wachstumslokomotive ist zwar auch ein schienengebundenes Triebfahrzeug, Locus, aber non motivus, loco non motivus, also der bewegt sich nicht von der Stelle. Die erinnert mich an einen Witz aus dem letzten Jahr der Geschichte der untergegangenen, festgerammten DDR. Damals traf ich einen Hörspieldramaturgen von Radio DDR aus der Lepastraße. So beim nächsten, letzten Bernes Grüner, unter Tränen erzählte er mir den Witz: Was unterscheidet denn Lenin von Stalin und von Erich Honecker? Ganz konstruktivistisch. Wird man also da wieder auf eine Schiene gesetzt, eine schöne Redensart aus der politischen Terminologie der DDR. Die Schiene kommt nicht mehr weiter, was macht Lenin? Lässt alle aussteigen, Hand anlegen, Schienen verlegen, einsteigen, weiterfahren. Stalin lässt jeden Zehnten rausholen und erschießen und Erich Honecker holt ein paar heimlich raus, die an den Waggons rütteln, sodass die drin sitzen, glauben, die Fahrt geht weiter. Mit der Wachstumslokomotive. Also der Mann, habe ich dann später erfahren, war sogar ein IM aus der Normannenstraße im Rundfunk, aber er war so realistisch genug, dass er mit Tränen in den Augen diesen Witz erzählen konnte und noch Stunden danach immer wieder neu ins Lachen ausbrach. Mit unserer heutigen Wachstumslokomotive geht natürlich auch nichts weiter. An ihr rütteln nur wir, weil wir an das Wort und seine Beschwörung nicht glauben, auch nicht an die Selbstermächtigung der Redner. Gucken wir uns mal an, was die. Jetzt moriert, muss ich das mal wieder hier beseitigen. Baron Münchhausen, der ist derjenige, bei dem als Bild die Wachstumslokomotive sozusagen Zuflucht sucht. Man reißt sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf, in dem man steckt. Wir können den Unsinn dieser beiden Wörter auch durch einen kleinen Austausch, eine kleine Permutation ihrer Bestandteile illustrieren. Dann haben wir die Stabilitätslokomotive, da ist es tatsächlich weggerammt, und den Wachstumsanker, an den ich kein Schiff dieser Welt hängen würde. Es vergeht seit dem Herbst 2011, als dieses Katakrisenpaar in die politische Sprache gewuchtet wurde, keine Haushaltsdebatte, ich sagte es schon, im Deutschen Bundestag. Welche politischen Motive bringen solche Wörter hervor? Ist es der Versuch vorsätzlicher Irreführung? Gibt es da abgefeimte Manipulatoren hinter der Kulisse, politische Falschmünzer? Kai Biermann und Martin Hase haben vorgestern an den Begriff Framing und an den amerikanischen Linguisten, einen Noam Chomsky-Schüler, nämlich George Lakoff, erinnert. Der hat vor allen Dingen die Demokratische Partei gegen die brachiale Rhetorik der Republikanischen Partei in Amerika beraten. Gegen die Einführung einer Erbschaftssteuer hatten die Republikaner den Begriff der Death Tax, also der Todessteuer, gesetzt.
in dem Sommer 2009 mit den frenetischen Townhall-Meetings zur amerikanischen Gesundheitsreform brachten sie den Begriff der Death Panels, der Todeskomitees, in Verkehr, der bei der Intensivstation liegenden Oma den Saft abdrehen würde. Sie hatten zeitweilig das Volk dermaßen aufgebracht, dass die Aussicht darauf, dass die Gesundheitsreform verabschiedet werden könnte, ziemlich mau aussah. Am Ende ist es doch nochmal anders ausgegangen. Also Lerkhoff berät die Demokratische Partei darin, wie sie Begriffe so sozusagen aus ihrer Unwucht erzeugenden Bias-Geschichte herausholen, dekonstruieren und ihnen wirksam etwas entgegensetzen können. Wir können diese Worte als Killerworte begreifen und wir müssen einfach einsehen, dass es seit Tausenden von Jahren die Kernkompetenz der Politik ist, Begriffe zu besetzen, zu manipulieren, einen gegenläufigen Sinn zu erwecken. Ich empfehle in diesem Kontext vor allen Dingen einen großartigen Essay von Hannah Arendt, Wahrheit und Lüge in der Politik. Wer glaubt, es gäbe eine nicht manipulierende Sprache, muss sich das mal anschauen. Jede Sprache ist manipulativ. Die Frage ist, wie können wir sie hacken, um den Unsinn, der in ihr enthalten ist, zu verstehen. Politischer Neusprech inszeniert den Eindruck von tatkräftigen, weitsichtigen Männern und Frauen. Tatsächlich erzeugen sie den Nebel, in dem sie stecken. Sie bestätigen damit einen Satz von Viktor Klemperer aus seinem Notizbuch »Die Sprache des Dritten Reiches«. Die Sprache bringt es an den Tag, das Leitmotiv im Übrigen auch von Neusprech. Ich komme zum Schluss. Am 22. Dezember hat Wolfgang Schäuble in der FAZ ein Interview gegeben, ich zitiere das jetzt: »Mir tut jeder leid, der mein Englisch ertragen muss, aber schlecht gesprochenes Englisch ist schließlich eine der am meisten gesprochenen Sprachen der Welt. Als Nicolas Sarkozy und ich noch Innenminister waren, hatte ich ihm mal vorgeschlagen, in den Ratssitzungen in Brüssel die Dolmetscher wegzulassen.« Sarkozy hatte die Sorge, dass die Engländer dann einen großen Vorteil hätten. Ich habe ihm entgegnet, dass sie vielmehr einen großen Nachteil hätten, weil wir ihre Sprache zerstören würden. Schäubles Neusprech zerstört auch seine eigene Sprache, so souverän er sie gebraucht. Die Wachstumslokomotiven der Stabilitätsacker machen kurzen Prozess mit unserer Sprache. Wir können solche Wörter auch als gelenktes Denken, genauer gesagt als gelenktes vom Denken abbringen, begreifen. Wenn ein Stabilitätsanker die FDP und Deutschland gleichermaßen bezeichnet, dann sieht man die Unwucht und den Unsinn darin. Es gibt einen Trost zum Schluss. Neusprech ist politische Machttechnik und das Gute daran, sie kann von jedem gehackt werden. Dafür gibt es eine Analysetechnik, die ich dem Freiburger Emeritus Uwe Pörksen verdanke. Sie nennt sich Findetechnik. In seinem Buch »Die politische Zunge« entwickelt er den Gedanken der Findetechnik, nämlich, dass eine Rede ein Gespräch zwischen Redner und Publikum ist. Das Gespräch findet Eingang in den Aufbau und den Stil der Rede, indem die Rede Fragen aufgreift, Seitenblicke, Vergleiche und die Auseinandersetzung mit gegenläufigen Argumenten sucht. Und solche Neusprechwörter, die suchen keine Auseinandersetzung. Die sind oder die erwecken den Eindruck, alternativlos zu sein. Man kann sie alle auf die Probe stellen durch die Findetechnik und sieht, welchen Unsinn sie verbreiten. Findetechnik stellt Neusprech auf die Probe. Sie ist das methodische Kontrastprogramm zum alternativlosen Reden. In dem Sinne hackt die Neusprechwörter, lasst kein Neusprechwort ungeprüft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Wenn es Anmerkungen oder Fragen gibt, stellt euch kurz an die Mikrofone. Sagt das Internet was? Das Internet schweigt. Kann ich gar nicht glauben. Da ist eine Frage, bitte. Okay. Ja, gibt es denn schon eine Idee, wie man diese Findetechnik vielleicht algorithmisieren könnte? Also weil viele der Texte sind ja deutlich gut maschinenlesbar. Mhm. Vielleicht könnte man ja irgendwie was bauen, was einem vollautomatisch so ein Newspeak-Indicator im Browser einblendet, so wie viel von den komischen Worten da drin enthalten sind. So, das wäre mal ein lustiges Projekt, glaube ich.
Also es gibt, wie mir bekannt, zwei Algorithmen, die da bereits in benachbarten Feldern operieren. Von Larry Birnbaum ist der Algorithmus erfunden worden, der automatisch in Echtzeit Sportreportagen produziert. Und ein Literaturwissenschaftler hat Dantes Inferno mit einem Algorithmus, der sozusagen maßgeschneidert für die Sprachtechniken eines Lesers adaptiert werden kann. Das heißt, wenn der Leser also irgendwelche Sprachprobleme hat, dann erfolgt die lyrische Übersetzung in einem Metrum und einer Rhythmik, die seinem Denken entspricht. Mit anderen Worten, das sind dann noch sozusagen performative Aspekte. Der Sinn wird dadurch noch nicht dekonstruiert. Der Sinn erfordert sozusagen analoge Prüftechnik, die den Unsinn aufzuklären versucht, indem man herauszufinden versucht, was steckt in den Wörtern, mit denen wir manipuliert werden sollen, drin. Ich sehe keine weiteren Fragen. Deswegen nochmal einen schönen Applaus. Herzlichen Dank. Danke.